zugewendet. Diese Zuwendung hat ebenfalls eine Geschichte. Und zwar gerade innerhalb der christlichen Tradition. Ecce homo. Seht, welch ein Mensch. Sie erinnern sich, Jesus wird verhaftet, wird zu Pontius Pilatus geführt, wird schließlich verurteilt und wird dann dem Volk präsentiert, angetan mit einem roten Mantel. Karmesinrot war normalerweise das Zeichen der Könige. Ja? Und der Dornenkrone auf dem Haupt. Und man führte dem Volk sozusagen den König der Juden vor. Seht, welch ein Mensch. So nach dem Motto, ist auch nur ein Mensch. Ja? Das war natürlich die Absicht, die dahinter stand. Aber in der Kunstgeschichte ist daraus etwas sehr Spannendes geworden, diese Menschwerdungsgeschichte. Wenn Sie sich jetzt mal hier, das ist eine Christusdarstellung, 13. Jahrhundert aus einem Kloster auf dem Berg Athos. Und zwar ist das der sogenannte Weltenherrscher, Christus Pantokrator. Und wenn Sie sich den anschauen, der Blick von ihm, wieder die Augen, ganz wichtig, die Augen, die Sie fest anschauen, sicher. Der Nimbus, den er trägt, also Heiligenschein, die Heilige Schrift in der Hand, die Hand zum Segen erhoben, das ist wirklich ein Herrscherporträt. 13. Jahrhundert. Aber in dieser Zeit entwickelt sich etwas ganz anderes. Wir haben dann im 14. Jahrhundert die großen Pestepidemien. Das ist so ein Impuls, denke ich, der dazu führte, dass man plötzlich anfing, die Geschichte ganz anders zu sehen. Und zwar Christus als denjenigen, ja, den Schmerzensmann, die gequälte Kreatur. Und da habe ich hier eine Darstellung, die ist nur etwas mehr als, die ist im 15. Jahrhundert entstanden. Antonello da Messina, Jesus der Schmerzensmann. Das ist derselbe Jesus, aber mit einem völlig anderen Ausdruck. Mit einem völlig anderen Charakter. Ja, wir haben hier plötzlich einen nackten Menschen vor uns. Ein Seil ist um seinen Hals geschlungen, so wie ein Strick, den man dem Vieh um den Hals wirft, um es dann auf die, ja, zum Schlachter zu führen. In dem Fall müsste man die anderen so weiterführen. Sie sehen die Dornenkrone des Blutes herunterrinnen. Sie sehen den gequälten Ausdruck. Diese Augen, die schon entrücken sozusagen. Man könnte als Bildunterschrift wählen, seine Worte dann am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist eine neue Sicht der Dinge. Der Mensch als gequälte Kreatur, als jemand, der Schmerzen erleiden, erdulden muss und sozusagen dann durch diese Gestalt von Jesus auch gesagt bekommt, wenn du das alles aushältst, diese Erdenschmerzen, diesen Schmerz auf dieser Welt, dann kommst du aber später dann sozusagen in ein anderes Reich, wo es dir besser gehen wird, wo all das von dir abfällt, all diese Lasten. Und das ist ein völlig neuer Blick, der da jetzt Bahn greift, und es war dann auch in der nicht nur in der Kunstgeschichte ein zentrales Thema, es war ein zentrales Thema im Alltag und im Leben der Menschen. Die Passion wurde ungeheuer wichtig, diese Leidensgeschichte für die Menschen. Und ich denke mal, das hatte wirklich sehr viel mit ihren Lebensumständen in dieser Zeit zu tun. Die Pestepidemien hatte ich angesprochen, aber es kam ja dann auch später sozusagen 30-jähriger Krieg, etwas, was wir uns heute überhaupt nicht mehr vorstellen können, jedenfalls für uns nicht. Ja? Nach 70 Jahren Frieden kann man, da weiß man doch nicht mehr, was das ist. Ein paar wissen es vielleicht noch, die Altknochen, die sich erinnern können. Aber 30 Jahre Krieg, nur Krieg. Brutalstes Abschlachten von Menschen. Und dass da Menschen anfangen natürlich, sich zu sehnen, ein anderes Bild zu entwerfen von einer anderen Welt. Sich zu sehnen nach einem anderen Dasein, das nicht von Schmerzen gekennzeichnet ist, von Entbehrungen und von Tod, sondern von Leben. Dass sie wieder dieses Leben spüren wollen, was unten uns angerührt hat, in der Berührung der Menschen auf diesen Bildern. Dieses Leben wieder spüren wollen.
Und das war sicher ein ganz wichtiger Grund, warum diese Passionsbilder dann, ja, man könnte sagen, so einen Erfolg hatten in dieser Zeit. Warum die Menschen angerührt haben. Und dass die denen was zu sagen hatten. Und in diesem Sinne möchte ich Ihren Blick jetzt hier auf diese Arbeiten werfen, hier im Flur. Und zwar sowohl die bildnerischen Arbeiten, die malerischen Arbeiten, als auch die plastischen Arbeiten. Es ist dieses Bild vom Menschen, von einem Menschen, der gequält wird, der Entbehrungen hinter sich hat. Wenn man sich das vorstellt, unter Umständen von Syrien bis hier zu Fuß. Dagegen ist eine Pilgerfahrt. Wo laufen wir zu Fuß hin? Wo ist das? Wo geht das? Ich bin dann mal weg. Genau, komm. Ja, genau. Das ist nicht Jakobsweg. Danke, das Stichwort habe ich gesucht. Dagegen ist es wirklich ein touristisches Unternehmen. Ja? Das ist wirklich was ganz anderes. Und das ist genau das, was uns jetzt hier anspricht aus diesen Bildern, wo Martin Eckrich eingefangen hat. Ganz viele Menschen in ihrer, ja auch in ihrer Angst, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Sehnsucht, aber auch in ihrer Hoffnung, dass es irgendwo auf dieser Erde einen Ort gibt, wo sie das sein können, was sie sein möchten. Wo sie das sein können, was sie sein wollen, Mensch. Einfach nur Mensch und einfach nur Leben. Und auch da wieder ganz bewusst die Konzentration in diesen Darstellungen auf die Gesichter, auf die Hände, die eben sprechen für sich, ohne dass wir jetzt Worte dazu brauchen. Sondern das ist es wirklich, wenn wir uns diese Sachen, diese Bilder angucken, es sind Menschen, die uns anschauen. Und das, denke ich, ist eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Impuls für uns alle, uns wieder rückzugewinnen, rückzubesinnen und zu sagen, Ecce Homo, seht ein Mensch. Also nicht ein Flüchtling, ein Schwarzer, ich weiß nicht wer und von da und von dort, ein Dieb oder sonst was. Also erstmal ist das ein Mensch. Und auch das wieder eine ganz radikale Hinwendung zum Humanismus. Und eine, wie ich denke, sehr gute Erinnerung an unsere christliche Tradition, auf die wir viel Wert legen. Und in diesem Sinne möchte ich dazu einen Text vorlesen, noch von Erich Fried, habe ich mir aufgeschrieben, ein Gedicht.